Ach, wie müde möchte man bei dir werden. Wie träge das Blut wird und wie schwerer die Augen. Und deine Füße, mehr Stumpen als Füße, unleserliche Zeichen im Sand hinterlassen. Jedoch, da ich als Zürnender bereits gesättigt Ödipus auf Kolonos ist die zweite Ödipus-Tragödie von Sophokles. Die Thematik ist im Grunde die, dass ein Mann, ein Mensch, Ödipus, um seinen Tod kämpft. Also wir kennen ja sehr viele Stücke oder Romane, in denen Menschen um ihr Leben kämpfen oder um Ruhm kämpfen, um den Sieg kämpfen. Aber es gibt praktisch keine Texte, die vergleichbar wären mit diesem Stück. Und das macht seine spezifische Eigenart und Faszination aus. Söhn aber ist von meinem Land nur so viel zu erlangen, als darin zu sterben! Und nicht halt mich zurück, denn mir wird dieser Weg nun Sorge sein, der schlimm verhängte, schmähliche, von diesem Vater und von den Erinien. Für euch beide aber gebe gutes Zeus, wenn ihr mir dies erfüllt. Lasst los jetzt und lebt wohl. Eine Besonderheit unserer Aufführung ist, dass wir ein Motiv des Stückes besonders versuchen zu beleuchten, und zwar das Motiv der Gastfreundschaft. Also Ödipus muss in diesem Hain um Aufnahme bitten, um Bleiberecht bei Theseus, dem König von Athen. Er kommt quasi als Asylsuchender oder Asylbewerber in diesen Hain. Das versuchen wir szenisch nach heute zu transportieren, indem wir gegen Ende des Stückes einige Asylbewerber haben, die quasi die Figur von Ödipus multiplizieren, die also das Motiv der Asylgebung und der Gastfreundschaft auf die heutige oder in die heutige Problematik der Asylgesetzgebung verlegen.